Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. In diesem Video wird es tatsächlich um Anti-Gelbstich-Produkte gehen. Ich bin ja blond. Ich war jetzt, glaube ich, die größte Zeit meines Lebens oder die längste Zeit meines Lebens war ich blond. Und teilweise war ich wirklich auch sehr krass platinblond. Also ich kann euch ja mal irgendwie Bilder raussuchen und euch die irgendwo hier so einblenden, damit ihr wisst, wie krass blond ich früher mal war. Jetzt gerade habe ich auf jeden Fall im Vergleich zu dem Platinblond ein deutlich natürlicheres und auch deutlich, deutlich wärmeres Blond. Deswegen probiere ich mich seit geraumer Zeit durch ein paar Anti-Gelbstich-Produkte. Ich möchte euch heute gerne 4 Produkte zeigen, 2 aus der Drogerie und 2 bestellt aus dem Internet und da so ein bisschen drüber reden und die vergleichen. Wir reden auch über das super gehypte Fanola-Shampoo und ich sage euch, ob ich glaube, dass es den Hype wert ist oder nicht. Ich habe das besagte Fanola-Shampoo am Start. Ich habe von Ghoul eine Silberkur sowie 2 Sprühkuren, die man nicht mehr auswaschen muss. Die letzten beiden möchte ich tatsächlich gerne nochmal in diesem Video anwenden, in der Hoffnung, dass man das überhaupt jetzt gerade mit dem Licht und so sieht. Und ja, ich dachte mir, damit fangen wir jetzt auch direkt mal an. Ich habe die Balea Silberglanz Sprühkur am Start. Und die habe ich gerade jetzt auch so ein bisschen benutzt und dann bin ich halt auf den Trichter gekommen, boah, ich vergleiche das. Und dann habe ich natürlich auch direkt aufgehört, das Zeug jetzt aufzusprühen. Deswegen werden wir das jetzt auf eine meiner Haarseiten sprühen und wiederum das andere Sprühzeug auf die andere Seite sprühen. Von Belvite, Belvide, keine Ahnung, habe ich mir auf jeden Fall das Zeug hier bestellt. Das sieht schon relativ dunkel aus. Seht ihr das? Moment. Seht ihr, wie dunkel dieses Zeug ist? Das hier war auf jeden Fall deutlich teurer als natürlich das Balea Silberglanzzeug von DM. Ich habe die beiden Sachen bisher noch nicht wirklich aktiv verglichen und deswegen bin ich selber jetzt sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich werde die eine Haarhälfte jetzt auf jeden Fall mit dem Balea-Zeug einsprühen und dann die nächste mit dem anderen. Also das hier ist quasi einmal vorher. Das hier ist dann quasi nachher. Also ich finde, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber ich finde schon, dass es irgendwo einen kühleren Effekt hat. Hier vorne könnte man auf jeden Fall nochmal. So. Also ich finde schon, dass man jetzt auf dieser Balea-Seite auf jeden Fall diesen kühlen Touch merkt. Es ist jetzt aber auch kein Wundermittel. Also das ist jetzt quasi die unbesprühte Seite im Vergleich, wo wir jetzt aber auch direkt das andere Zeug draufsprühen. Das hier ist jetzt also quasi die unbesprühte Seite. Das hier ist die mit dem Balea-Zeug, wo man schon so ein bisschen auf jeden Fall merkt. Und jetzt kommt das hier von Amazon. Ich muss dazu sagen, ich habe bei dem Zeug von Amazon das Gefühl, es ist gleichmäßiger. Also das hier ist jetzt quasi die Amazon-Seite, wo ich halt schon finde, dass man einen Unterschied merkt. Vor allem finde ich auch, dass es irgendwie nicht so abgehackt aussieht. Das sieht irgendwie deutlich gleichmäßiger aus. Also ich finde zum Beispiel bei der Balea-Seite sieht man irgendwie, dass es hier mehr gegriffen hat als hier oben. Wisst ihr, wie ich meine? Und was ich definitiv auch sagen muss, Leute, ich habe hier das Gefühl, es trocknet deutlich schneller. Die Haare sind, ja, nicht so zu feucht, sage ich mal. Und bei dem habe ich das Gefühl, die sind jetzt so klatschig geworden. Also bei dem muss man auf jeden Fall, bei dem Balea-Zeug muss man auf jeden Fall bei der Dosierung aufpassen. Und ich finde, genau deswegen finde ich es nicht so befriedigend, weil ich gerne so ein bisschen dosieren möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, da muss auf jeden Fall mehr Zeug drauf, dann kann ich das nicht machen, weil es sonst so klatschig wird. Also wisst ihr, das Balea-Zeug hat auf jeden Fall auch eine starke Pflegewirkung. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen auch so der Haken an der ganzen Sache, weil ihr das halt einfach nicht so dosieren könnt, wie ihr das vielleicht gerne wollen würdet. Auf der Seite habe ich auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass es irgendwie klatschig ist. Und ich habe das Gefühl, es ist halt auf jeden Fall gleichmäßiger. Also hier haben wir einmal die etwas klatschigere Seite, wo es hier deutlich mehr gewirkt hat als hier oben. Das ist das Balea-Produkt. Und hier quasi das, was nicht klatschig, sondern einfach nur gepflegt wird und ja, definitiv auch gleichmäßiger aussieht. Vielleicht war es nur so eine semi-gute Idee, dass ich das Sprühzeug jetzt schon benutze, weil jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, die eine Haarseite sieht fettig aus und die halt nicht. Egal, wir machen jetzt weiter und zwar mit dem gehypten Fanola-Shampoo. Funktioniert dieses Shampoo wirklich so krass gut gegen Gelbstich oder nicht? Seht ihr, wie dunkel das ist? Das ist ein richtig, richtig krasses Dunkellila. Ich sag mal so, Leute, besser ist, dass ihr Handschuhe benutzt bei diesem Produkt. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, wenn man sich nicht sofort nach dem Auftragen die Hände und die Nägel gefühlt kaputt rubbelt, dass wirklich diese Farbpigmente weggehen, also wirklich direkt nach dem Auftragen, dann lauft ihr mit Händen und Nägeln rum, die wirklich einen krassen Lila-Stich haben. Dieses Shampoo ist auf jeden Fall zu Recht sein Hype wert. Es funktioniert wirklich genial gut gegen den Gelbstich. Es färbt gefühlt alles und jeden. Das ist so ein Ding, wo man echt aufpassen muss, weil man auf jeden Fall auch die Badewanne und so oder die Dusche sofort ausspülen sollte. Das Zeug ist halt wirklich krass. Gegen Gelbstich also optimal. Ich finde, man hat auch, während man das benutzt, so einen kurzen Schreck,
weil man sich so denkt, boah, das Zeug sieht schon krass knallig aus, ich möchte keine lilanen Haare haben. Und ich persönlich neige dann dazu, nach gefühlt ein paar Sekunden das dann auszuwaschen, obwohl es nochmal irgendwie 2-3 Minuten länger einwirken könnte und es wirklich gar kein Ding wäre. Aber das Shampoo hat auch ein Manko. Die Leute, die vielleicht wirklich sehr strapaziertes, sehr trockenes Haar haben, die werden vielleicht mit dem Shampoo davon nicht ganz so glücklich werden. Das hier trocknet auf jeden Fall die Haare auch nochmal ein gutes Stück aus. Also, falls ihr wirklich nur ein Shampoo benutzen wollt und danach nicht irgendwie eine krasse Pflege oder so hinterher, dann weiß ich nicht, ob das was für euch ist, wenn ihr schon angegriffene, trockene Haare habt. Das trocknet auf jeden Fall noch ein Stück weit die Haare aus. Also, es ist wirklich für den Gelbstich genial gut, aber also ohne eine krasse Pflege danach würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Kommen wir nochmal zu einem neuen Drogerieprodukt. Und zwar gibt es jetzt von Ghul diese 30 Sekunden Haarkur gegen Gelbstich. Ich krieg's nicht auf. Doch jetzt. So sieht die Farbe der Kur aus. Riecht übrigens richtig, richtig lecker. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, wie ich finde, wie die Produkte riechen. Ich finde, dieses Produkt riecht verdammt gut. Also geruchstechnisch auf jeden Fall 5 von 5 Sternen von mir. Super frisch, irgendwie auch so ein bisschen nach Friseursalon und ich mag den Geruch sehr gerne. Genauso wie dieses Sprühzeug, was ich mir bei Amazon bestellt habe. Ich finde, geruchstechnisch ist es auch richtig, richtig gut. Irgendwie auch wieder so frisch friseurmäßig, wisst ihr? Das Zeug von Balea wiederum riecht ganz nett, riecht ganz gut, aber es ist nicht so besonders vom Geruch. Es ist okay. Also es hat gar keinen störenden Geruch, aber es ist jetzt auch nicht so Friseursalon-mäßig. Gut, dass ich alles mit einem Friseursalon vergleiche. Noch so ein Ding bei diesem Shampoo, also so sehr ich dieses Shampoo wertschätze für die Gelbstichwirkung, ich muss sagen, geruchstechnisch finde ich es jetzt nicht so geil. Das ist tatsächlich einfach ein so gutes Shampoo, dass ich das in Kauf nehme. Es ist jetzt auch nicht so, dass es hardcore irgendwie stinkt oder so, aber es riecht halt jetzt auch nicht gut. Also mir ist das zu krass vom Geruch und ich mag den Geruch an sich auch nicht. Aber es ist halt sehr effektiv und deswegen, ja, nehme ich das auf jeden Fall in Kauf. Okay Leute, zurück zu der Kur von Ghul. Die habe ich letztens bei mir bei DM gesehen und ich dachte mir so, boah, ich muss die auf jeden Fall ausprobieren. Alleine dieses 30 Sekunden Intensivkurversprechen, hochkonzentrierte Pflegeformel, intensiv wie eine Kur, schnell wie eine Spülung. Das fand ich schon sehr, sehr spannend, gerade halt in Bezug auf Anti-Gelbstich-Produkte. Ist diese Kur jetzt wirklich so gut oder nicht? Ich finde, die Kur wirkt tatsächlich deutlich besser, als ich gedacht habe. Ich hatte vor hunderten von Jahren irgendwann mal ein Anti-Gelbstich-Shampoo von Ghul und ich fand es tatsächlich nicht gut. Dieses Produkt, diese Kur hingegen, da muss ich echt sagen, sie pflegt sehr gut, sie riecht lecker. Sie könnte vielleicht noch ein Tickchen ergiebiger sein, aber sie macht auf jeden Fall das, was sie verspricht. Also auf jeden Fall wirksam gegen den Gelbstich und auch intensiv wie eine Spülung oder wie eine Kur. Das stimmt schon, wobei ich dazu sagen muss, ich würde mich auf diese 30 Sekunden nicht verlassen. Ich würde das hier auf jeden Fall länger einwirken lassen, auf jeden Fall 4-5 Minuten. Bei mir persönlich hat das immer super gut funktioniert und ja, also ich finde 30 Sekunden sind da jetzt nicht so effektiv, wie ich es persönlich gerne haben wollen würde. Welche Produkte kann ich euch jetzt also am Ende empfehlen und welche nicht? Das Nonplusultra-Produkt für mich persönlich, was wirklich richtig, richtig gut gegen den Gelbstich funktioniert, ist auf jeden Fall das gehypte Shampoo von Fanola. Wenn ihr wirklich gerade gefühlt eine Blondierkatastrophe hinter euch habt, wo ihr seht, boah, der Gelbstich ist richtig, richtig krass, ich will so nicht rausgehen, dann ist auf jeden Fall dieses Shampoo der Wahnsinn. Dieses Shampoo kann auf jeden Fall noch einiges retten, wenn es um einen sehr, sehr krassen Gelbstich geht. Aber wie gesagt, mit Vorsicht genießen, auf jeden Fall eine Spülung hinterher und am besten Handschuhe benutzen. Mein Platz 2 in dem Video ist das Produkt von Ghul. Das hat auf jeden Fall den zweitstärksten Effekt in Bezug auf Gelbstich und pflegt halt auch nochmal die Haare. Aber wie gesagt, im direkten Vergleich mit dem Fanola-Shampoo kann das auf jeden Fall auch nicht mithalten. Das ist wirklich, wenn man so ein bisschen den Blondton auffrischen möchte und so ein bisschen einen kühleren Wind verpassen möchte, dann ist das hier auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wenn ihr jetzt aber wirklich einen krassen Hardcore-Gelbstich habt, dann, wie gesagt, Fanola. Ich werde übrigens nicht von Fanola bezahlt. Just saying. Welches Sprühkurprodukt hat mich überzeugt? Da muss ich halt leider auch sagen, da finde ich das hier auf jeden Fall besser. Ich finde es vom Geruch besser, ich finde es von der Intensität besser und auch von der Dosierung, weil man davon auf jeden Fall deutlich mehr benutzen kann, weil es einen stärkeren Effekt hat und weil es die Haare halt nicht so klatschig aussehen lässt. Das Produkt von Balea wiederum ist natürlich jetzt deutlich, deutlich günstiger. Nichtsdestotrotz, also ich finde, ich habe halt einfach wirklich klatschige Haare und auch definitiv viel zu wenig Wirkung gegen den Gelbstich. Also gerade diese Kombination zwischen klatschige Haare und dann noch so ein leichter Gelbstich, die fühle ich halt überhaupt nicht und deswegen, ja, nee, also so, wenn ihr so einen ganz, ganz leichten Gelbstich habt oder wenn ihr zum Beispiel wirklich eine Sprühpflege für blonde Haare sucht, dann ist das gut. Ich glaube, das Produkt ist wirklich richtig, richtig gut, wenn ihr einfach nur so ein bisschen Sprühpflege benutzen wollt.
für blonde Haare. Also ich glaube, dann kann ich euch das hier auf jeden Fall auch empfehlen. Nichtsdestotrotz finde ich auf jeden Fall dieses Sprühzeug von Amazon deutlich, deutlich besser. Deutlich effektiver. Es macht die Haare super weich, es riecht richtig lecker. Und das hat auf jeden Fall gewonnen. Das war's jetzt schon mit meinem Anti-Gelbstich-Produkte-Vergleich. Ihr dürft mir sehr, sehr gerne schreiben in die Kommentare, welches Anti-Gelbstich-Produkt für euch persönlich am besten funktioniert, welches ihr mir vielleicht empfehlen könnt. Und ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, oder auch über ein Abo, falls ihr mir noch nicht folgen solltet. Habt einen super, super schönen Tag und hoffentlich bis im nächsten Video.